Heute erkläre ich noch einmal, wie das in der antiken Welt war, im Römischen Reich, wenn die Frauen knapp gewandt sind, dann haben die tapferen Frauen, die tapferen Krieger, die Frauen geteilt. Und zwar nicht nur die Sexualität, sondern ein tapferer Krieger hatte für ein Jahr eine Frau, um sie zu schwängern und dann das Kind zu haben, verstehst? Und dann ist der Nächste dran gekommen. Also, wenn pro 10 General oder Kommandeure, also kriegerischen Hoheiten, nur eine Frau ist, dann wird sie sehr geschont. Also nicht belastet mit Sexualität, sondern nur jedes Jahr genau ein Kind. Eins gefordert, verstehst? Und sonst abschlachten. Also sofort ermorden, wenn sie nicht will. Damals war das wichtige Gesetzgebung, verstehst? Entweder sie spurt oder sie fällt, verstehst? Weil das Hurentum hat man sich in diesem Geschehen nicht leisten können. Verstehst? Den Hurenstatus in die Ewigkeit. Also, wenn es an Frauen mangelt, dann muss er halt eine Frau besonders brav und tapfer die Mütterlichkeit ausbilden, die Barmherzigkeit, alle Tugenden der Frau entfalten, verstehst? Dann hat sie keine einzige Minute Aufzug opfern gehabt für Schlachthof, Kindermord und Unzucht treiben, verstehst? Also, und wenn man das heute vergleicht mit der Gegenwart, dann erkennt man genau, was war die antike Welt im Römischen Reich. Sie war eher mannesgesteuert, also die Tugendhaftigkeit der Familie, der Frau, des Kriegers, des starken, des tapferen Mannes, der selbstbewusst und schön für das Leben, die Vitalität, das Weitergeben, das Schenken der Zeugungskraft an die Frau verkörperte. Während heute war genau das Gegenteil der Fall. Also sprechen viele heute von Weiberwirtschaft, verstehst? Weil früher konnten 10 Männer gut auskommen finden mit einer schönen Frau, mit einer fruchtbaren, verstehst? Die hatten kein Problem. Aber heute, unter Millionen von Weibern, findet das nicht eine, die bereit wäre, eine Bacherbsensuppe zu kochen. Und eine Leistung für eine Minute im ganzen Leben, verstehst? Für mehrstellige Millionen von Männern beträgt nicht eine einzige befriedigende Antwort zu finden in 70, 80, 90, manchmal 100 Lebensjahre. Verstehst du? Und dann schaut so aus. Westeuropa, das hat es in Rom nicht gegeben im Römischen Reich.